Frank Stone als Killer für DBD würde ich auch feiern. Ja, Anniversary Killer oder so würde ich es sehr fühlen. Okay, Dead to Doc Go. Dann gehen wir mal rein. Bestenfalls suche ich hier direkt mal einen Mate. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Was? Du pickst wirklich? Homie! Also das war unvorsichtig as fuck! Bruder vor Luder, Bros before us, sag ich dir. Der hat ja gar nichts durchgeschallert. Frank Stone suchte ich auf jeden Fall durch auf 100%. Boah, würde ich auch fühlen. Ich weiß halt noch nichts übers Game, deshalb kann ich auf jeden Fall keinen Safe Call durchschallern oder so, aber ich habe schon Bock auf Frank Stone. Es könnte sehr cool werden. Aber ich lasse mich größtenteils einfach überraschen und freue mich drauf. Und Painless freue ich mich nicht so drauf jetzt. Er wirkt leider so, als hätte er eine Ahnung, dass ich hier bin. Vielleicht aber auch nicht. Halli, hallöle. Der Rescue gehört mir. Verpiss dich. Komplett meiner. Komplett meiner. Willst du wirklich hier bleiben? Da kann uns einfach zurückshooten, weißt du? Juckt dich aber anscheinend zu 0,0%, oder was? Okay, verstehe. Lady, ich wäre noch immer für dich da. Lady, woo! Party hard! Hallo? Bitte? Oh. Wir wollen gar nicht healen. Ja, okay. Chain Rush! Schau! Wir hätten es, glaube ich, sogar geschafft ohne Pain Rush. Und wir schaffen es auch, weil er diesmal keinen Pain Rush Hook bekommt. Let's go. Oh. Schmerzhaftes Offering. Jedes Mal, wenn wir einen Generator reparieren, dann werden wir infected. Okay. Den Hit nehme ich und dann laufe ich einfach Main. Er breakt wahrscheinlich einfach nur hier rein. Verpisst sich aber direkt, wie es aussieht, okay. Ah, Pain, Pain, Pain. Ja, zwei Leute halt wieder infected. Warum? Straight up, warum? Und was machst du da gerade? Ich glaube, die panikt gerade ein bisschen, oder? Ich glaube, die hat gerade ein bisschen Panik hier. Ich aber auch, weil wir sind vier Survivor. Alle sind verletzt und sie macht ein Totem. Das ist eher ungeil. Frank Stone erzählt ja DBD-Lore, also Casting of Frank Stone. Und das muss man sich geben, da wird man mehr über den Entitus und das Reich des Nebels erfahren. Und wie der Entitus Einfluss auf die Welt nimmt. Ja, also ich bin auf jeden Fall hyped drauf. Ich habe nur keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen. Und falls sie Frank Stone wirklich als Killer bringen sollten, dann bitte das Stahlwerk als Map dazu. Ey, ich würde generell einfach Frank Stone als Killer so hart feiern für Anniversary. Also, sehr unwahrscheinlich ist es schon, würde ich behaupten, aber... Hm. Was willst du tun? Okay. Er ist an unserem Arsch dran. Wieder unten. Oh, warte. Er hat, glaube ich, den Perk, damit er seinen Terrorradius auf den Generator raufschallert. Das könnten schon 30 Sekunden sein, die wir gerade gechased wurden. Ich habe halt da auf den Terrorradius gehört. Könnte es sein, auf jeden Fall. Vielleicht macht er auch generell die Adept, obwohl, nee, stimmt, Painless war schon mit dabei. Aber was macht die Lady, ist die Frage.
Oh, wo zur Hölle? Ich force einfach einen Locker-Grab. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Shit, 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 shit. Da wird jetzt nochmal Painless reinkommen. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht gedoubled haben, Kate. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, nächste Woche wissen wir ja, was für Anniversary aus Chapter ansteht. Ja, ich bin sehr hyped. Ich bin sehr hyped. Generell auf Anniversary habe ich sehr viel Bock einfach. Anniversary wird einfach mega cool werden. Generell alleine schon für das schöne Design der Maps. Dann auch noch, oh, die Blood Points natürlich, die man definitiv annimmt. Vor allem, wenn man jemanden auf Prestige 100 bringen will. Das ist schon sehr, sehr hypey. Ich hab Bock drauf auf jeden Fall. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe mich nicht erschrocken, Chat. Alles gut. War geplant, damit er die Kate nicht raustunnelt. Alles geplant. 108% Cakes müssen inhaliert werden. Ja, definitiv. Wenn dann halt wieder die Zeit kommt, wo 5 Leute diese Cakes droppen. Also ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall fett reingrinden werden. Ich werde da wahrscheinlich auch noch eine Ankündigung auf YouTube machen und wir werden da vielleicht wirklich mal einen schönen 12-Stunden-Stream oder so reinschallern. Du darfst mich gerne heilen, ne? Du darfst mich auch gerne... Hallo? Hi! Du musst einen Hit nehmen! 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 Danke für den Killer, dass er mich nicht raustunnelt. Und... Danke an den Mate, dass er da war. Dass er existiert hat. Cool. Na, nicht ganz weg, Leute. Vielleicht bekommen wir noch Community Multi-Bonus dazu. Plus Punkte, wenn das wäre absoluter Endgegner. Ja, also wir werden auf jeden Fall fett viele Blutpunkte scheffeln können. Meine Huntress wird zu 100% bis dahin auf 100 sein dann noch. Beziehungsweise durchs Event eben auf 100 sein. Und dann werden wir direkt entweder für den Anniversary Killer ein bisschen reinschallern. Oder ich bin mir unsicher. Ich bin im inneren Kampf immer noch, wen ich nach Huntress leveln soll. Wir hätten dann Wesker 100, wir hätten dann Billy 100, Huntress 100 und dann vielleicht wirklich Chucky. Ich mag Chucky sehr, ich mag Unknown aber auch sehr. Okay. Verpiss dich, weiche! Let's go. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Achso, da drüben ist er. Ich habe ihn nämlich kurz aus den Augen verloren. Vielleicht erstmal David auf 100, damit du mit Survivor durch bist. Also David würde ich sowieso nicht mehr. Sable ist mein neuer Main. Und I don't know. Irgendwie fühlt sich's auf Survivor halt nicht nötig an, so viele Items und so zu haben. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin schon vollkommen zufrieden damit, wenn ich so meine paar Brown Medkits und so hab. Und gehe meistens halt eh eigentlich nicht allzu hart rein jetzt mit irgendwie krassen Items oder so. Bei Killer fühle ich's halt schon viel mehr, weil da nutze ich gerne halt die verschiedenen Addons und. Ich habe Angst vor ihm.
Als ob das gereicht hat! Oh, jetzt sind der doch auf Sable, ey. Seit Sables Design geleakt wurde, beziehungsweise irgendwann mal veröffentlicht wurde. Zu 100%, ich liebe Sables Design. Vor allem das Outfit hier, mega cool. Mega cool. Auf Survivor brauchst du eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Ja, also ich hab's auf jeden Fall nicht nötig. Ich hab als Survivor jetzt nicht sonderlich viel Spaß dran, jetzt mit Syringes, mit Stipdicks, mit Brand New Parts reinzugehen. Das ist irgendwie nicht so... Nicht so meine Welt, muss ich sagen. Nicht so meine Welt. Ich spiele Survivor echt gerne, aber... So mit OP-Stuff gehe ich als Survivor irgendwie nicht gerne rein. Weil es bringt halt nicht viel Abwechslung im Gegensatz zu Killer. Da gibt's deiner Power immer so eine Änderung im Playstyle. Als Survivor ist das halt nicht so. Deshalb gehe ich auch einfach weiter auf Killer.